Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal kein Vlog, weil ich diese Woche mich nicht so gut gefühlt habe und mich nicht gefühlt habe, danach zu vloggen. Ich wollte euch dennoch ein Video posten und deswegen machen wir heute ein Reizdarm- und Angststörungs-Q&A. Ich habe gestern in meiner Instagram-Story gefragt, was für Fragen ihr habt. Es gibt keine Tabus. Ich habe gesagt, fragt alles, was euch interessiert. Ich bin da ganz offen, was das Thema angeht. Und Fabio sitzt hinter der Kamera. Hallo Fabio. Moin. Und wird mir gleich ein paar Fragen stellen. Währenddessen mache ich mich fertig, weil ich gleich noch ein bisschen Content vorbereiten muss, beziehungsweise aufnehmen muss. Und wir waren in Kopenhagen und da habe ich mir ein paar neue Schminksachen gekauft. Und die dachte ich mir, kann ich euch auch mal zeigen, beziehungsweise auch mal selbst ausprobieren. Und ich fange immer, zeige ich euch diese Produkte, das ist ein bisschen aufwendig. Ich verlinke euch die Produkte alle in der Beschreibung unten und Fabio kann jetzt anfangen mit den Fragen. Hallo und herzlich willkommen, Fabio Lehnert. Schön, dass ihr heute hier... Schön, dass sie heute hier sich versammelt haben, um übers Kacken zu sprechen. Ja, herzlich willkommen. Und wir starten auch gleich mit... Ich glaube, du musst dich vielleicht ein bisschen näher hinsetzen, damit man dich besser hört, oder? Entschuldigung, ich habe voll dein Vibe unterbrochen gerade. Ja, nee, das will ich auch nicht. Das fällt auch. Okay, dann geh raus sonst. Wir starten auch direkt mit der ersten Zuschauerfrage. Was nimmst du gegen deinen Reizdarm? Also erstmal, ich habe ein ganz langes Video dazu gemacht, das können wir euch auch unten verlinken mit Katja gemeinsam, weil ich ja momentan Medikamente nehme und etwas gefunden habe, was mir mit meinen Beschwerden nicht zu 100% hilft, aber ich würde so sagen zu 70% oder 60%, was ja schon mal krass ist, was eine krasse, das sieht am Anfang mal so krass aus, was eine krasse Verbesserung schon mal ist. Und zwar ist das momentan die Frage, ob ich ein Gallensäureverlustsyndrom habe. Sprich, mein Körper nimmt die Gallensäure nicht wieder richtig auf. Dadurch gerät die Gallensäure an die falsche Stelle des Darms und löst diese krassen Durchfallattacken aus. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und da nehme ich momentan Cholesteramin, heißt das, glaube ich. Das sind so Tabletten, die man kaut. Morgens und abends nehme ich eine, aber... Lasst euch da auf jeden Fall von eurem Arzt beraten, falls ihr das mal auch abchecken lassen wollt. Und wie gesagt, ich kann euch das Video dazu empfehlen. Mit Katja gemeinsam haben wir da ganz viel drüber geredet und ein extra Video dazu erstellt. So, wie bereitest du dich auf Ausflüge oder Reisen vor? Also, wichtig ist immer, ich nehme mir davor immer genug Zeit, dass ich auf Klo gehen kann. Also Stress, wenn ich irgendwas unterwegs bin oder sowas. Geht gar nicht. Und also ich kommuniziere meine Beschwerden ja auch immer ganz offen und probiere dann vor dass ich Unternehmungen mache, bei denen ich mich auch einigermaßen wohlfühle. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich nicht wohlfühle, ist so viel höher, dass ich dann Darmbeschwerden bekomme. Deswegen auch bei Unternehmungen und so. Ich kommuniziere immer offen mit meinen Freundinnen, wie es mir an dem Tag geht, ob ich bereit bin, das zu machen, was wir vorhatten oder ob wir vielleicht die Pläne nochmal ändern. Das ist immer nicht immer ganz einfach mit mir, aber ja, auf jeden Fall davor genügend Zeit einplanen, dass man sich nicht stressen muss. Und ich komme auch eigentlich immer 10 Minuten zu spät, weil sich mein Darm dann denkt, wenn ich gerade losgegangen bin, du musst nochmal, dann muss ich nochmal hoch, nochmal auf Toilette. Ja, deswegen immer genügend Zeit davor einplanen, auf jeden Fall, bloß kein Stress. Welche Symptome erlebst du bei Panik? Also, ich finde, es gibt bei mir gibt es zwei Arten von Panik. Die erste ist, dass es gibt eine Situation, die mir Angst macht. Beispielsweise Bahnfahren. Die macht mir Angst und dann kann es zu Panikattacken kommen. Und das ist dann Schnappatmung, kribbelige Füße, kribbelige Hände, Herzrasen, das Gefühl, keine Luft zu bekommen, kalter Schweiß, eine taube Zunge, und dazu kann ich auch noch mal ein extra Video machen, weil ich habe jetzt durch die Therapie auch total viel dazu gelernt, was da im Körper eigentlich passiert. Und das ist super interessant und es hat mir voll dabei geholfen. Stimmt nicht voll, also in den Situationen ist es trotzdem schrecklich, aber ja, wenn man jetzt so drüber spricht, hat mir das dabei geholfen, dass ich besser einordnen kann, was da in meinem Körper vor sich geht. Also das ist das eine, dass ich eben Angst vor einer bestimmten Situation habe. Das andere ist so eine diffuse Angst, das kann ich nicht beschreiben, das ist wie so... ein Gefühl im Körper, also es ist was Körperliches, das ist nicht irgendwie mit externen Einflüssen, sage ich mal,
Das ist quasi in mir drin, dass ich eine enge Gefühle in der Brust bekomme. Ganz oft habe ich das abends auf dem Sofa. Vor allem, wenn ich alleine bin. Also wenn Fabio beim Fußball oder so ist, habe ich das häufig. Und dann bilde ich mir halt, oder dann denke ich direkt so, oh nein, was, wenn das jetzt immer schlimmer wird? Was, wenn ich gleich ins Krankenhaus gehen muss? Was mache ich da mit Pepper? Weil was, so Krankenhaus ist für mich das Allerschlimmste. Und das ist aber eine andere Art von Angst als das andere, wenn ihr das versteht, was ich meine. Aber auch da habe ich so enge Gefühle in der Brust, habe immer wieder das Gefühl, ich kann nicht richtig atmen, ich kann nicht tief atmen. Und da, das habe ich auch manchmal jetzt in der Nacht und da weine ich dann halt auch in der Nacht und kriege manchmal eine Panikattacke und das, ja, das ist richtig, also ich finde das schlimmer als diese Angst vor bestimmten Situationen, weil das eine, dann kann ich wenigstens verstehen, okay, ich habe jetzt Angst vor der Situation, weil da kein Klo ist, weil da viele Menschen sind, das und das macht mir Angst. Bei dem anderen ist es halt was Körperliches in mir drin und da kann ich dann nicht sagen, dass, also ich weiß dann halt nicht, woran es liegt. Und das fällt mir voll schwer, weil ich halt keine Erklärung dann dafür habe. Boah, ich kann so viel darüber reden, ne? Hm. Wie kommst du aus einer Panikattacke wieder raus? Boah, also ich glaube, richtig raus kommt man da gar nicht. Ich glaube, wenn es passiert, dann passiert's und dann kann man, also ich komme ich da auf jeden Fall nicht direkt wieder raus. Meistens ist dann ja Fabio bei mir und der macht mir dann zum Beispiel eine Wärmflasche, die ich auf meine Brust legen kann, dass ich mich so auf die Hitze konzentrieren kann. Er massiert mich, dass ich mich dann darauf konzentriere. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich diese Attacke ist, dann weine ich einfach nur und kriege keine Luft und probiere einfach nur ruhig zu atmen und du nimmst mich in den Arm oder auch nicht. Also es ist auch immer unterschiedlich, was ich dann mag oder nicht. Oder wie würdest du sagen, wie komme ich da wieder raus? Durch Atmung und Beruhigung. Ja, ist halt, also hier die Frage ging darum auch, zumal wenn das in der Öffentlichkeit passiert. Ja. Ich hatte das ja selten, aber bis jetzt erforschen konnte ich. Draußen war es, also... Habe ich es nicht so oft, ne? Ich kann das meistens noch so einhalten, bis ich zu einem Punkt bin, wo ich es dann loslassen kann und wo es nicht so viele Menschen mitbekommen. Also so beim Flughafen hatte ich... Also wenn es jetzt gerade zum Beispiel wie bei... Zuletzt, sag mal, bei OMR, wenn es da so voll ist und du... Nee, aber da habe ich es auch angehalten, bis ich draußen war. Ja, das wollte ich ja sagen. Du merkst, dass das Gefühl kommt. Ja. Dann aus dieser Situation raus und dann hilft dir meistens das schon ein bisschen. Ja, aber das ist nicht gut. Weil das ist dieses Fliehen aus der Situation raus und dann vermeiden halt, ne? Also das Beste, was ich machen kann, ist, wenn das passiert, in der Situation zu bleiben und einfach vor allen zu heulen und vor allen eine Panikattacke zu haben. Das ist natürlich ultra unangenehm, aber das wäre für meine Heilung, meine ich, das Beste, was ich machen könnte, weil ich dann nicht aus der Situation fliege, sprich fliehe und dann hoffentlich das nicht vermeide beim nächsten Mal. Glaubst du daran, irgendwann ein normales, angstfreies Leben ohne Beschwerden zu führen? Oh, schwierige Frage, ey, das geht richtig deep. Also wenn ich so an unsere Zukunft denke und vielleicht als eine Ehefrau irgendwann und mit Kindern und so, dann denke ich da nicht so viel drüber nach, dann sehe ich mich nicht irgendwie mit diesen Beschwerden, aber ich sehe mich schon immer als Person, die sehr sensibel ist und Pausen braucht und auf den Körper achtet, aber ich arbeite ja gerade so doll daran, dass vor allem halt auch diese Panik nicht mehr so präsent ist in meinem Körper und mir ist halt auch wichtig, wenn ich irgendwie dann Mama bin und so, dass ich mit meinem Kind dann selber zum Arzt gehen kann und sowas und da nicht diese dann keine Panikattacke bekomme und so, das heißt, ich glaube schon daran, dass es weniger wird auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja, also es ist ja auch wichtig, so für die Motivation und sowas so dran zu bleiben, mehr Sachen auszuprobieren, irgendwelche Tests zu machen, weiter den Arzt zu nerven mit Sachen, die man vielleicht noch machen könnte. So. Das macht man ja nicht, wenn man selber nicht mehr dran glaubt. Das war Pepper. Wenn man selber nicht mehr dran glaubt, dass, ja, das werde ich eh mein Leben lang haben, das hat keinen Sinn. So. Also ich glaube, egal was man hat, man sollte immer dran glauben, dass es irgendwann besser wird, alleine schon, um diesen Antrieb zu haben, was dagegen zu tun wird. Ja, voll. Diese Hoffnung ist ultra wichtig, aber es ist halt auch ultra kräftezehrend, weil man halt so oft die Erfahrung macht, dass man wieder auf die Nase fällt und es wieder nichts gebracht hat und man wieder eine Panikattacke hat. Und wieder mit Durchfall auf Klo hängt. Das ist so schwer. Ich falle nach einer Panikattacke in ein Loch. Wie machst du das danach? Früher bin ich das auch richtig doll. Also dann waren die Tage danach auch richtig schlimm für mich und ich habe mich nicht mehr rausgetraut und so. Ich habe das seit der Therapie nicht mehr so stark, weil ich mittlerweile
durch die Therapie gelernt habe, diese Gefühle wieder zuzulassen. Also ich habe nicht mehr diese Angst vor der Angst. Das ist richtig, richtig belastend. Und das habe ich nicht mehr so. Also klar macht mir das Angst, wenn ich nachts aufwache und nicht richtig Luft bekomme und eine Panikattacke zum Beispiel habe. Das macht mir Angst, aber es ist nicht mehr so dieses Schlimmste, was passieren kann, ist eine Panikattacke, sondern ich weiß, hey, das hört gleich wieder auf. Und das habe ich erst erfahren, seit ich die Therapie mache, seitdem ich wieder diese Angstgefühle zulasse, weil früher habe ich, oder davor habe ich alles vermieden, was diese Gefühle auslöst. Alles. Also, oder jetzt außer Fliegen, das habe ich noch ab und zu gemacht, aber sonst habe ich alles vermieden, was diese Gefühle auslöst. Und deswegen war ich diese Gefühle auch gar nicht mehr gewöhnt. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Und genau, seitdem ich in der Therapie bin und mich wieder an diese Gefühle gewöhnt habe, ist diese Angst vor der Angst nicht mehr so krass. Was, das war nochmal die Frage? Ob du nach deiner Panikattacke auch ja in ein Loch fällst. Und deswegen falle ich nicht mehr, also ich falle so vor körperlicher Anstrengung und Erschöpfung in ein Loch, dass ich erstmal vielleicht nochmal einen Tag brauche, um wieder klarzukommen, weil das fühlt sich halt einfach so an, als wäre mein Marathon gelaufen. Und das ist wirklich so, mein ganzer Körper ist einfach ciao danach. Ich kann da nichts mehr machen, ich lege mich über Bett und bin fertig. Und genau, also ich falle in ein Erschöpfungsloch, aber nicht so mental mehr. Und das kann ich, seit der Therapie ist das besser geworden. Mir ist es extrem unangenehm, auf öffentlichen Toiletten zu gehen. Wie gehst du damit um? Mir ist es auch extrem unangenehm, aber ich habe keine Wahl. Also wenn ich eine Wahl hätte, würde ich natürlich auch immer zu Hause auf Toilette gehen. Absolut, ich fühle mich sehr unwohl auf öffentlichen Klos, aber ich habe halt keine Wahl, weil ich wüsste, wenn ich jetzt nicht gehe, dann kriege ich mir gleich in die Hose. Und deswegen habe ich mich damit mittlerweile ganz gut... Ich habe auch nicht mehr so einen krassen Ekel, keine Ahnung, vor Rasthof-Toiletten oder so. Damals, da wollte ich nicht raufgehen. Mittlerweile denke ich mir so, okay, ich muss jetzt aber. Also I don't have a choice, sonst kriege ich mir halt in die Hose oder wir müssen wieder nach Hause fahren. Und deswegen habe ich da so ein bisschen mein Unwohlsein abgelegt und ich denke mir halt so, ja, jeder Mensch geht halt kacken und jeder Mensch muss aufs Klo und ja, dieser Geruch danach ist halt immer ein bisschen unangenehm. Vielleicht kann man da so ein Spray oder so mitnehmen. Das sind so zwei Fragen zusammen. Einmal, was ist dein Comfort-Meal, also dein Essen? Und dann die zweite Frage dazu, was isst du, wenn du weißt, du hast eine Reise oder vor Fliegen oder vor Autofahrten oder... Ja, also Comfort Food ist für mich Ofenkäse, Hollandaise, Burrata, Pizza, das ist Pasta, das ist für mich Soul Food, einfach wirklich, oh, Käse, Hollandaise, Schatz. Häufig geht es mir von dem Essen aber nicht so gut, deswegen esse ich es jetzt nicht so oft, mittlerweile geht es in Maßen. Also das ist mein Comfort Food und Essen, das meinem Darm gut tut, ist unfettiges Essen, also beispielsweise einfach Reis mit irgendwas oder eine gute Suppe, die nicht so krass fettig ist, ist sehr, sehr, sehr gut. Vor Termin esse ich meistens morgens einfach nur ein Brot, habe immer Müsli-Riegel dabei und esse mich nie voll. Traubenzucker? Traubenzucker habe ich immer mit, aber ich esse mich nie satt, also so richtig voll. Und das ist halt auch ein bisschen blöd, weil man dann halt häufig, wenn man dann so den ganzen Tag unterwegs ist, Kreislaufprobleme bekommt, also ich auf jeden Fall. Und deswegen ist es immer so ein Teufelskreis und ich muss immer genau abwägen, wie viel ich esse, damit ich keine Darmbeschwerden bekomme oder weniger Darmbeschwerden und damit ich keinen Kreislauf bekomme. Und das geht halt auch häufig schief. Also ganz oft ist mir dann so schummrig irgendwann und so. Dann fahre ich nach Hause und esse dann immer eine riesige Portion. Hat Pavel schon mal in einer Situation anders reagiert, als es dir gewünscht hast? Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, weil du halt so doll mich kennst und so doll weißt, was ich brauche und wir so gut miteinander kommunizieren, dass das tatsächlich noch nicht vorgekommen ist. Und du wählst immer mich, das klingt richtig toxisch eigentlich für eine Beziehung, aber in dem Bereich wählst du immer meine Gesundheit vor deinen eigenen Bedürfnissen. Ich glaube auch zum Beispiel jetzt auf eine Panikattacke bezogen, glaube ich, schwer falsch zu reagieren. Also wenn du jetzt eine Panikattacke... Du könntest mich nicht ernst nehmen und sagen, stell dich so an, hier ist doch ja, nicht so. Ja, okay, aber wenn man natürlich weiß, dass die Person das hat und das auch eine ernste, also ist ja immer eine ernste Sache, aber wenn man weiß, was es ist, dann sagt man ja nicht, ja komm,
stell dich jetzt nicht so an, wir bleiben hier. Ich glaube, das sagen schon viele. Also es haben mir schon viele geschrieben, dass es die Boyfriends sagen. Aber es ist, ja, das ist bei uns auf jeden Fall nicht der Fall. Lohnt sich der Ärztemarathon für die Diagnose? Also lohnt sich, was heißt lohnt sich? Du brauchst das. Also bitte macht keine Selbstdiagnosen. Geht bitte zum Arzt, bis ihr die Diagnose bekommt. Das dauert lange. Im besten Fall habt ihr einen Arzt, der das mit euch macht. Und dann stehen erstmal ganz, ganz viele Tests an. Weil das heißt ja nicht gleich, dass ihr einen Reizdarm habt oder irgendwie was in die Richtung. Das kann auch was ganz anderes sein. Das heißt, ihr müsst erstmal durch diesen Ärztemarathon durch, um dann sicher zu sein, dass es halt ein Reizdarm ist. Deswegen bitte, bitte, bitte geht zum Arzt und bitte lasst euch durchchecken. Und auch wenn es anstrengend ist und lange dauert und übertrieben nervig ist, ich weiß, wie nervig das ist. Ich meine, ich bin immer noch im Ärztemarathon, nach 10 Jahren, seitdem ich das habe. Aber bitte macht das. Ideen für erstes Date mit Reizdarm möchte eigentlich nirgendwo hin. Sag du mal, Schatz. Wenn man in der Nähe irgendwie einen kleinen Park hat oder eine Wiese oder was weiß ich. Man muss ja davon ausgehen, dass man beim ersten Date, dass die andere Seite noch nicht weiß, dass man eine Darmkrankheit hat. Und ich würde dann, also was ich bei dir immer gemacht habe am Anfang, ist irgendwie einen festen Rahmen zu stecken. Sprich, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit und dann muss ich meiner Mutter helfen oder sowas. Das hat mir immer geholfen, so einen festen Rahmen, dass ich weiß, okay, jetzt sind 2 Stunden und dann geht's, dann kannst du wieder entspannen. Dann im Zweifel, wenn es schön ist, kann man ja sagen, okay, meine Mutter hat es verschoben, ich kann doch noch ein bisschen länger. Aber erstmal, dass man so weiß, okay, muss oder 1,5 Stunden oder 1 Stunde, bei uns war es 1 Stunde am Anfang. Und dann zu einer Uhrzeit, bei der man weiß, dass der Darm da vielleicht nicht gerade durchhält. Bei mir ist es morgens zum Beispiel immer doller. Und dass man es irgendwie in einem Safe Space macht. Also, dass man es irgendwo macht, wo Toiletten halt in der Nähe sind. Beispielsweise vielleicht in einem Einkaufspassage oder in einem Kaufhaus oder sowas. Das haben wir auch gemacht. Wir sind zu H&M gegangen und haben meiner Mama eine Leggings gekauft, weil die eine Knie-OP hatte. Und da hatte ich mich sicher gefühlt, weil das war bei uns in der Nähe von meinem Elternhaus. Da wusste ich, wo die Toiletten sind. Und ich habe halt gesagt, ich habe nur 1 Stunde Zeit. Also das hat mir echt geholfen. Hilft dir die Therapie? Wenn ja, inwiefern? Überlege auch, eine zu machen. Boah, die Therapie hilft mir brutal. Also ich habe ein ganz anderes Mindset an das ganze Thema jetzt. Also ich gehe ganz anders damit um. Und beispielsweise früher habe ich immer gesagt, es ist okay, wenn ich Sachen nicht schaffe, wenn ich Sachen nicht machen kann. Und das ist auch okay, wenn ich zum Beispiel jetzt noch nicht Bahn fahren kann, weil ich kann auch Auto fahren. Aber es ist nicht okay, dass meine Lebensqualität so eingeschränkt wird und ich bestimmte Sachen einfach komplett meide und halt keine gute Alternative habe. Also mein Lebensalltag, ich habe so eine Hierarchie für die Therapie erstellt, was mein Leben am meisten einschränkt. Und das sind einige Sachen. Und das zu realisieren, wie doll einen das alles anstrengt und wie doll man Vermeidungsmechanismen hat, ohne dass man das überhaupt weiß. Das hat schon mal richtig geholfen, also zu realisieren, okay, es ist legit, was du hast. So, auch andere Menschen leiden darunter. Es gibt da bestimmte Arten, wie man damit umgehen kann. Es gibt Heilungsmöglichkeiten. Und ja, das zu realisieren und halt diese Angst vor der Angst nicht zu verlieren. Ich habe das immer noch richtig doll, aber nicht mal ansatzweise so doll wie damals und zu realisieren, dass, wenn ich es mache, dass es dann wirklich besser wird. Also ich schaffe jetzt schon so viel mehr Sachen als vor einem halben Jahr und manchmal dann auch so Dinge, über die ich gar nicht mehr nachdenke, beispielsweise ein Marktbesuch oder so, der damals gar nicht möglich war, beziehungsweise mit ganz vielen Ängsten verbunden war, habe ich auf einmal gemacht und dachte mir danach so, oh krass, du hast es gemacht, du hast nicht mehr darüber nachgedacht. Also ich sehe schon Fortschritte und ich möchte jedem Menschen da draußen raten, der an einem Punkt ist wie ich, Leute, sucht euch Hilfe. Bitte sucht euch Hilfe. Ihr müsst das erstens nicht alleine durchmachen. Zweitens, es gibt Hoffnung, so, die können euch wirklich helfen. Und drittens tut es einem einfach gut, dass man auch das Gefühl hat, dass man dran arbeitet und das nicht einfach so hinnimmt, sondern dass man so das Gefühl hat, so ja, ich habe das alles, aber ich probiere alles, dass es nicht mehr so ist. Ja, allgemein so abschließend haben sehr viele gefragt haben, wie du das machst mit so langen Autofahrten. Oh, lange Autofahrten, dazu kann ich was sagen. Lange Autofahrten, Leute, wisst ihr, was der absolute Gamechanger für mich war? Es war mir scheißegal, ob ich mich einscheiße in diesem Auto. Absoluter Gamechanger. Ich weiß noch, früher, wenn wir längere Autofahrten hatten, also das geht auch nur, wenn wir zu zweit im Auto sind, sobald noch andere mit drin sind, möchte ich mich natürlich nicht einkacken, aber vor Fabio zum Beispiel wäre es mir relativ egal. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr schämen. Und seitdem ich gedacht habe... So, vielleicht eine Tüte oder so im Auto. Ja, genau, wir haben immer eine Tüte im Auto. Dann denke ich mir so, okay, wenn wir jetzt im Stau stehen,
im Zweifel, ich gehe auf die Rückbank und kacke halt in die Tüte. Und damit habe ich mich abgefunden mit dem Gedanken und finde das überhaupt nicht. Also klar wäre es nervig und blöd, aber ich habe keine Angst mehr davor oder ekel mich davor oder sowas. Und wir haben jetzt neuerdings eine Toilette in unserem Kofferraum. Wir haben so eine Trocken... Trennklo. Wie heißt das? Ein Trockentrennklo. Ein Trockentrennklo? Oder nur Trennklo. Ein Trennklo? Das kann ich euch gerne auch mal demnächst zeigen. Das steht jetzt hinten bei uns im Kofferraum. Und das gibt halt einem auch nochmal ein richtig bestärkendes Gefühl, dass wenn ich wüsste, wir stehen jetzt im Stau für 2 Stunden, dann kletter ich nach hinten und kacke dann da rein. Also es hilft wirklich, dieser Gedanke, sich davon frei zu machen, dass es was Schlimmes wäre, sich einzukacken im Auto. Hat mir sehr geholfen bei langen Autofahrten. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen oder habt euch vor allem in einigen Antworten mal von mir auch wiedergefunden. Ich liebe ja solche Q&As, ich liebe es, über das Kacken zu sprechen, ich liebe es allgemein einfach darüber zu sprechen und da kommen sicherlich noch mehr. Wir hatten auch noch einige mehr Fragen, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde demnächst. Und genau, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein paar Likes und Kommentare da lasst, das hilft mir immer extrem, vor allem auch bei solchen Sachen. Mit den Vlogs weiß ich schon, okay, so und so kommt das an. Bei diesen Videos weiß ich ja noch nicht, wie es ankommt, deswegen gebt mir da gerne Feedback, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ob euch das gefallen hat oder ob ihr vielleicht auch Ideen habt, was wir machen können. Und ja, ich habe euch ganz doll lieb und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, euer Darm lässt euch diese Woche in Ruhe und eure Panikattacken, falls ihr auch damit zu kämpfen habt. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke, Fabio. Du warst ein guter Interviewer. Ja, danke auch. Du warst eine gute Kackfluencerin.